Jö, das Wichtigste zuerst. Goblins töten. Wo war unsere neue Runterwurfstelle? Die war irgendwo unpassend, das weiß ich noch. Ah ja, genau, hier in dem Zimmer. So, also hier haben wir noch keine Zone definiert, richtig? Richtig. Also hätten wir hier gerne ein Pit Pond mit P, Shift P. Wollen wir gleich was runterschmeißen? Ja, warum nicht? Wir haben ja alle Goblins hoffentlich entwaffnet. Also werfen wir einfach mal in Gozo runter. Klick. Escape, escape. Lassen das Spiel schon mal weiterlaufen und währenddessen gucke ich ganz kurz, wo denn langfallen wird. Hier an den anderen Schlafgemächern vorbei. An einem noch nicht ausgebuddelten Bereich vorbei. An Gerugons Kammer vorbei. Um zu sagen, Schlafzimmer. Oh, ich habe eine Idee. Wir nehmen die Statue da weg, tun die Statue dahin und machen da eine Fortification rein, damit er durchgucken kann, wenn die Goblins runterpurzeln. Das ist doch Unterhaltung pur. So, weiter runter. Hier war der alte Runterwerfschacht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Goblin hier hängen bleiben kann. Ich glaube, sowas geht. Das wäre nicht so gut. Machen wir erstmal die Tür da zu. LO. LO. Da muss ja keiner mehr rein. Und sonst könnten wir einfach hier nach und nach den Weg wegchanneln, damit das Ganze ein riesiger runter. Ah, aber dann müssten wir das in jeder Etage machen. Ah, das ist nicht gut. Na gut, dann setzen wir da nachher eine Waffenfalle hin, wenn wir dann mal irgendwann genug Waffen über haben für das ganze Zeug. Wir haben ja noch unten mehrere Waffenfallen, die nicht voll besetzt sind. Wir brauchen unsere Speere für den Danger Room. Genau da werden sie gerade aufgestellt. Das ist schon nicht leicht. Na gut, weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Und schlägt hier an dem altbekannten Platz auf. Und es wurde gesagt, dass es vielleicht mehr Sinn machen würde, statt hier einem Speer eine richtige Waffenfalle hinzusetzen. Ja, das macht wirklich mehr Sinn. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert, bis so eine Waffenfalle nachlädt. Also wir sollten denn nicht größere Mengen an Goblins darunter schmeißen. Obwohl wir sollten erstmal einfach gucken, wie viel Schaden der genau nimmt. Es kann ja sein, dass jetzt wirklich alle immer sterben, weil es tief genug ist. Dann hat sie das Ganze erledigt und wir können die Waffen sparen. Ah, unsere Zwerge sind wieder schon viel zu viel am Rumlaufen hier. Sammeln wieder irgendwelche Sachen ein, die sie nicht holen sollen. Aber wenigstens werden die Käfigfallen aufgestellt. Sehr schön. Ist er jetzt schon unten? Ich sehe keine neuen Blutflecken. Also ich merke mal drei unten, ein oben rechts. Und guck, was die anderen Goblins hier so lange machen. Zwerge. Oh, wir haben hier richtig viele Pilze. Ja, oh, neue Blutflecken. Überall neue Blutflecken. Das klingt doch gut. So, gehen wir wieder hoch. Dumm, 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 dumm. Nix hängen geblieben, keine Körperteile, keine Flecken. Nee, sehr schön. Das merken wir uns auch mal und schmeißen gleich die nächsten runter. So, du, Chef P. Wer ist jetzt dran? Stas Ost. Da könnte man jetzt recht leichte Witze machen. Das lasse ich aber. Stas Ost fliegt also auch runter. Und haben wir Arbeitslose? Wir haben vier Arbeitslose. Wer ist denn da so dabei? Knuddelmu hat nichts zu tun. Nee, Zodia. Unsere Mason. Na gut, Lederverarbeiter ist auch nachvollziehbar. Der hier, der hat gar keinen Job. Ich mach dich mal ganz kurz zu einem Cutter. So, jetzt müssen wir nochmal zu dir und C drücken. Preferences, Labor und du sollst bitte Woodcutting machen. Und nichts anderes. Was hat er hier noch? Ja, Butchery kann weg. Plant Gathering kann weg. Pressing benutzen wir eh nie. Und selbst Howling-Jobs sollst du bitte schön verweigern. Du läufst einfach nur los, schnappst dir irgendeine Axt, hackst ganz viele Pilze um und läufst dann so schnell es geht wieder zurück in die Festung. So, das klingt nach einem Plan. Aber nicht hier oben, sondern da unten, wo ich die ganzen Pilze gesehen habe. Zap, 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 zap. Ups. Und zwar genau hier. Das ist also echt nur ein paar Schritte weit entfernt. Diese weiß und gelben Nupsis, die ihr hier seht, das sind die Spitzen der Pilze. Also, D. T.
Und einmal bitte hier nur auf der Etage. Wir wollen nicht weiter runter, wir wollen nicht weiter hoch. Wir wollen schön in... Oh, sind das viele. Oh, schön viel Holz. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Oh. Ein Merchant has gone stark raving mad. Das ist nicht gut. Also der ist durchgedreht. Hatten wir die Tür nicht wieder aufgemacht? Ich war mir ziemlich sicher, dass wir die Türen wieder aufgemacht haben. Zumal unsere Zwerge ja auch fleißig herumlaufen. Ein wenig komisch. Na gut, wir merken uns Tekut Gingdoren. Tekut Gingdoren. Andere. Nimm, 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 nimm. Wo ist Merchant Adder? Tekut Gingdoren. ja, wir hatten noch vorher gesagt, dass hier gefangene Händler sind und haben dann herausgefunden, dass eigentlich die Tiere von denen sind. Jetzt haben wir einen gefangenen Händler. Zap. Der ist da im Käfig. Irgendwo. Was ja auch nicht schlecht ist. Durchgedreht und gleich in eine Falle getapst. So muss das sein. Und die restlichen Händler laufen einfach an seinem Käfig vorbei, winken nochmal schön und ziehen von dann. Das ist ja auch okay. Oh, und hier unten sammelt sich schon richtig das Blut. Ist ja auch sehr charmant für die Karawane, dass er jedes Mal durchtapseln muss. Oh. Und da wurde irgendwas von der Wache umgebracht, so im Vorbeigehen. Was war das? Achso, ein nackter Maulwurfshund. Ja, das ist okay. Haben wir denn irgendwelche anderen... Oh, ein Goblin-Dieb. Aber der macht nichts. Jedenfalls nichts Schlimmes. Wir haben noch einen Pangolin, den kennen wir ja schon. Die Ratte... Und sonst nichts Gefährliches. Schön, schön. Dann können wir in Ruhe hier alles aufsammeln. Wir können die Fallen wieder aufstellen. Und jede Menge Holz hacken. Na, du bist noch recht langsam, weil dein Skill so niedrig ist. Aber das kriegen wir schon hin. So. Ich guck mal ganz kurz hoch, ob der Auftrag inzwischen abgearbeitet ist. Auch wenn das ein wenig makaber klingt, wenn man von Auftrag spricht. Wir bringen ja eigentlich andere Wesen um. Aber na gut. Jetzt machen wir es mal ein wenig gefährlicher. Wir nehmen den und wir nehmen den. Also, es ist nicht wirklich gefährlich, denn anscheinend ist die Hohe hoch genug, dass man einfach so stirbt. Aber wir hatten ja schon mal den Fall gehabt, dass als wir zwei Goblins quasi gleichzeitig runtergeschmissen haben, dass einer gestorben ist, der andere auf den wahrscheinlich gerade sterbenden Goblins gefallen ist und deswegen gar keinen Fallschaden bekommen hatte, was sehr komisch war. Das überprüfen wir jetzt nochmal mit den hoffentlich nackten Goblins. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder hochlaufen, den Käfig einsacken, hier runterbringen. Und ich glaube, mit den Käfigen bewegen die sich auch relativ langsam. Ja, kommt einer? Ja. Und ich glaube, da bin sogar ich dabei. Vom Baron oder was auch immer für ein Adelstitel gerade inhält, persönlich runtergeschmissen. Flup, flup. Erwischen wir sie noch im Fall? Ah, oh, schade, schon an Georgens Wohnung vorbei. So, da ist gerade einer mitten bei dem alten Runterwurfloch. Und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Etagen weiter unten. Oh. Oh, 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 genau das meinte ich. Anscheinend ist der Goblin genau auf diesem Stonecrafter hier gelandet. Hat deswegen keinen Schaden bekommen? Wie schaut's bei dir mit Wunden aus? Wunden. Keine. Das ist ein sehr nerviger Punkt, dass die keinen Schaden bekommen, wenn sie auf irgendetwas landen. Das macht null Sinn, selbst im Dwarf Fortress-Universum nicht. Also von der Programmierung macht es wahrscheinlich schon irgendwo Sinn, aber das sollte mal ausgebügelt werden. Wie umgehen wir das? Wir nehmen die Falle da einfach weg und machen stattdessen ein Loch ohne Ausgang. Wir können kein Loch ohne Ausgang buddeln. Wenn wir jetzt hier einen Channel machen, also eine Etage runter buddeln, ist da eine Rampe nach oben. Wenn wir die Rampe nach oben entfernen wollen, müssen wir eine Etage runtergehen. Also sitzt dann ein Zwerg im Loch. Und es hat mir schon gereicht, dass ein Zwerg diese 6 Etagen jetzt runterfallen musste. Jetzt müssen wir es nicht noch haben, dass ein Zwerg von uns unten im Loch verhungert. Und ja, wir könnten uns wieder rausbuddeln, aber... Ja, doch. Ich muss echt mal meine Affinität zu schönem Aufbau ein wenig beiseite legen. Also, habe ich eigentlich schon seit einer ganzen Weile beiseite gelegt. Aber ja, nicht so ernst nehmen. Wir buddeln jetzt hier einen Channel.
Wir buddeln da kein Jettel. Obwohl, das Wasser. Ich will ja inzwischen gar nicht mehr in die ganzen Sachen rankommen. Wollen wir das echt wagen? Also wenn wir jetzt hier channeln würden. Zum einen würden wir vielleicht bei unserem Glück irgendeinen Zwerg, der gerade da drauf steht, runterschmeißen. Der würde sterben. Bei noch mehr Glück ist es irgendein wichtiger Händler und die Zwergennation verbannt uns. Also das ist eine Möglichkeit. Und das andere, wir hätten dann wirklich einen freien Fall ins Wasser. Und wenn hier oben mal gekämpft werden würde, könnte ein Zwerg ausweichen und auch runterpurzeln. Aber die Goblins wären auf jeden Fall tot. Dafür kommen wir nicht an deren Knochen und so weiter ran. Entscheidung. Na komm, wir channeln da jetzt. Im Notfall können wir später da immer noch eine Bodenplatte hinsetzen, wenn wir wieder genug Knochen und Schädel brauchen. Und das, ja, machen wir einfach mal. Achso, wir haben da immer noch einen Goblin. Der ist Gott sei Dank gerade in eine Falle getappt. Wer bist du? Du bist der zweite Goblin, der runtergefallen ist und auf irgendeinem anderen Zwerg gelandet ist. Hier ist echt zu viel los. Bist du auf Tammy gelandet oder auf Sir Metal irgendwas? Und auch keine Wunden, lass mich raten. Oh, der Stonecrafter hat schon richtig was abbekommen. Der Hammerzwerg hier ist auch gleich tot. Da kommt Krompel angelaufen. Und der ist stunned. Aber nicht wirklich großartig verletzt. Och, Menno. Militär. Nein. Squads. Shift A. Töten. Den. Bitte bring keine. Ach, ein Zwerg ist tot. Sir Metal Anarchy. Oh ne, Sir Metal Archie. Sir Metal Anarchy. Da war doch richtig. Ist tot. Ist, glaube ich, auch einer von den neuen Rekruten gewesen. Ist der Goblin wenigstens auch tot? Da läuft ein Zwerg weg. Da läuft noch ein Zwerg weg. Da blutet jemand. Ganz, ganz viele Zwerge. Dafür, dass wir so wenig Zwerge haben, haben wir doch ganz schön viele Zwerge. Oh ne, der scheint jetzt weg zu sein. Ich guck mal ganz kurz bei anderen. Nö, der ist wohl tot. Das war absolut nicht... Braktasch ist erstickt. Wahrscheinlich wurde er an der Kehle verletzt von dem Goblin und ist jetzt erst ein paar Runden später gestorben. Warum ist da Blut am Brunnen? Achso, hat sich jemand gewaschen. Auch nicht schlecht. Ja, also. Die Waffenfalle, da wird jetzt abgebaut. Deswegen konnten wir doch gar nicht channeln. Wir bauen da auf jeden Fall ein Loch runter ins Wasser. Ich will jetzt nicht wieder, dass irgendwelche Zwerge sterben, nur weil da irgendeine Physikprogrammierung nicht so ist, wie ich sie gerne hätte. Oder wie ich sie logisch finde. So, ich glaube, die Waffenfalle ist weg. Ja. Channel. Channel? Warum lässt du mich da nicht? Ist wohl doch noch nicht weg. Ich hätte schwören können, das Feld wäre eben gerade leer gewesen. Ich sollte den Zwergen wohl etwas Zeit geben. Aber doch ärgerlich. Wir haben jetzt gerade 4, 5 neue Rekruten bekommen und schon haben wir wieder 2 verloren. Aber so ist halt die Zwergenwelt. 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück. Dafür haben wir jede Menge Holz. Also anscheinend jede Menge Holz. Die hier oben sind schon alle weg. Gucken wir mal ganz, was unsere Aufträge machen. Wooden Bin. Fehlen nur noch 9 von 20. Das heißt, die ganzen Speere sind fertig. Sehr schön. Können wir unsere Miliz gleich mal ein wenig trainieren. Aber vorher hätte ich echt gerne die Möglichkeit, alle unsere Goblins umzubringen. Oh, hier sind noch jede Menge Sachen von denen. Deswegen kann ich wahrscheinlich nicht hier channeln, weil da die ganzen Gegenstände im Weg sind. Ja, okay. Die werden jetzt alle noch erlaubt. Die werden also auch noch alle abgeholt. Was das Ganze noch mehr verzögert. Aber na gut. Was tut man nicht alles, um 2 Dutzend Goblins loszuwerden?
Wir bräuchten echt Lava. Das macht das Ganze gleich wesentlich einfacher. Aber das ist eine Heidenarbeit, Lava irgendwo hinzubringen. Ist ja nicht wie in Minecraft, wo man einfach einen Eimer nimmt und dann hat man das sofort. Das ist sowieso ein bisschen komisch. Aber naja. Oh, unsere Holzreserven füllen sich wieder, obwohl wir gerade 30 Speere gebaut haben. So muss das sein. Unser Steinmetz ist auch fleißig am Schleifen. Ja, abgesehen von den zwei Toten läuft es eigentlich ziemlich gut. Und wenn der Danger Room fertig ist, dann läuft es hoffentlich mit unserer Miliz ab sofort immer ziemlich gut. Dann fehlt nur noch die Ausrüstung. Oh, die Ausrüstung sollten wir herstellen, bevor wir den Danger Room benutzen. Weil so 2, 3, 4, 5, 18 Speere können doch schon ziemlich wehtun, selbst wenn die aus Holz sind. Ja, sollten wir auf jeden Fall vorher darauf achten und jeden Zwerg einzeln checken, was für eine Rüstung er anhat. Dass er in jedem wichtigen Slot, also Kopf, Brust, Beine, Füße, ja, ich glaube, das war alles, da wenigstens ein Metallteil hat. So, aber jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder.